Hallo Freunde, es geht weiter mit Mega Man Ultra. Allerdings ist das mein letztes Leben. Also, was werde ich machen? Natürlich, ich mache mal schnell Game Over. Wenn ich dazu komme. Ich will da hoch in die Stacheln. Einen epischen Spike Jump. Genau. Genau so. Ganz gillig in die Spikes rein. You lose. Yeah. Mein Anti-Skill. Yeah. Machen wir weiter, Freunde. Ne? Nochmal die Stage, will ich sagen. Kommst du auch runter? Ja, die kommen auch runter. Ich will diesen E-Tank haben. Oh, da, da, Mega Man, du sollst keinen so hohen Sprung machen. Ach, ich hätte einfach reinlaufen können, ne? Oh. Ach, Mega Man. Ich weiß manchmal echt nicht, wohin mit dir. Ich hab eine Idee. Genau, das ist eine gute Idee. Da muss ich nicht so blöd da reinspringen. Das ist wesentlich leichter. Jetzt fehlt mein Leben, aber es ist ja noch alles drin. Wenn ich mich nicht ganz so dämlich anstelle, also gibt mal ein bisschen Energie hier. Ja, genau das will ich haben. Wenn wir das auch hinkriegen, ohne Energie zu verlieren, dann wäre ich auch glücklich. Tellies, ich hasse Tellies. Oh Gott. Schenkt ihr mir Energie? Zeigt mir eure Großzügigkeit, Freunde. Meine lieben Tellies. Ihr gebt mir einen Haufen Scheiße, ich hab schon verstanden. Unlock, was wir haben. Unlocken. Ja. Ach man. Ich werde von allem getroffen. So. Hoppala. Oh, was verschlägt euch denn in die Gegend hier? Okay, wir müssen da jetzt sofort hoch. Eins abschießen. Zwei abschießen. Energie, die ich niemals kriegen werde. Oh Gott. Ich habe eine Idee. Da ist doch ein Leben da drin, oder? Ja, es ist ein Leben. Gut, genau das will ich auch haben. Gut. Das war ja nicht kein schwerer Sprung. Aber die Energie wird ein bisschen knapp. Wenn ich nicht gleich welche kriegt, bin ich gleich hinüber. Aber die Musik im Spiel ist wirklich gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisher gefällt mir der Hack schon ziemlich gut. Ich habe ihn ja bisher nur bei Markus, bei Musoma gesehen. Und, ja. Konnte jetzt mir kein so direktes Urteil darüber bilden. Also er sah ziemlich geil aus, aber man muss ihn auch selber spielen. Obwohl, doch, er hat mir schon da sehr gut gefallen, als ich ihn gesehen habe. Ich krieg sogar einen E-Tank. Das ist ja klasse. Sorry, Freunde. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Töten wir das Scheißvieh hier? Das müssen wir auch tun. Oh, oh, das sieht nach Spike-Fall aus. Ist es einer? Nö, ist es keiner. Ist keiner. Ich dachte schon. Das war jetzt nicht so geplant, Mega Man, dass du ihn genau reinläufst, aber okay, wenn du meinst.
Das macht dich glücklich. Dann lauf ihn rein. Jetzt komm, wir haben ja... Ja, komm. Wir haben genug Leben. Jetzt reicht's, wenn wir jetzt zum Boss kommen. Dann ist ja alles super. Kann ja gar nichts mehr passieren. Dieses Stage schenkt einem tatsächlich 2 E-Tanks. Man braucht nur Item. Und schon schenkt ihr ein E-Tanks. Deswegen hole ich mir auch immer sofort die Items, weil... Ich kenne Hex. Alter, das Leben respawnt! Ernsthaft? Der E-Tank auch? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Tja, da hat der Hackersteller wohl nicht so ganz mitgedacht. Oder er hat es extra respawnen lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so großzügig ist. Das ist ja geil. Also, wem kann ich eigentlich gar nicht Game Over gehen, außer ich mach's extra. Das finde ich jetzt echt klasse. Oh Gott, die. Ich will hier nicht zu viel rumspringen, weil ich weiß, hier sind Spikes an der Decke. Deswegen gehe ich diese Sache natürlich ein bisschen vorsichtiger an. Oh, oh, das sieht irgendwo in die Abgründe. Leute, das ist nicht lustig, wenn jetzt ein Abgrund ist. Das ist eine Leiter hier. Meine Fresse, das macht einem richtig Angst. Aber da ist schon der Boss. Wir müssen nur noch dieses Vieh hier töten, dieses Kettenspike-Dingen da. Aha, ein interessanter Boss-Vorraum. Allerdings muss ich sagen, ist das hier ein bisschen, ja, kleine Cut-Offs am Rande hier. Das Spiel hat ein paar Cut-Offs, auch wenn es kleinere sind. Es sind kleinere Cut-Offs, die bewerte ich jetzt nicht so hart. Wir haben auch kleinere Cut-Offs in Overload und auch ein paar größere, aber... Okay, also kleine Cut-Offs bewerte ich nicht so streng, weil Cut-Offs kann man nie wirklich richtig vermeiden. Das ist so gut wie unmöglich, es geht, aber es ist sehr, sehr schwer. Egal, jetzt geht's los mit Crashman. Was hilft denn gegen ihn? Das ist hier überhaupt nicht die Waffe, ne? Interessiert ihn auch nicht. Okay, ich hab keine Waffe gegen ihn. Gut zu wissen, ich hab keine Waffe. Dann müssen wir ihn so vernichten. Okay. Jetzt springt die ganze Zeit. Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Aber ich habe das Muster ein bisschen verstanden, wie der funktioniert. Okay, an der Stelle muss ich jetzt sowieso einen kurzen Cut machen. Ja, es geht sofort weiter, Freunde. Und jetzt geht es weiter mit Mega Man Ultra.
Auf zum Kampf gegen Crashman, nachdem wir hoffentlich sein Muster verstanden haben. Wir haben noch 3 E-Tanks und noch 2 Leben, sehe ich gerade. Ich wollte es sagen, es ist das letzte Leben, aber nein, ist es gar nicht. Auf geht's zu Crashman. Mal schauen, ob ich sein Muster jetzt verstanden habe. Ach man. Jetzt mache ich einen Fehler. Man darf gar nicht mehr weglaufen. Man muss sich in der Mitte des Raums aufhalten. Okay. Ich darf mich nicht so weit herum hin und her bewegen. Jetzt werde ich E-Tanks benutzen. Da es mein letzter Versuch ist. Ich muss mich ein bisschen in der Mitte des Raumes aufhalten. So viel habe ich jetzt verstanden. Ich werde jetzt einen E-Tank nehmen. Genau deswegen. Einfach runterfeuern. Ich habe jetzt letztes Leben. Meine E-Tanks helfen mir sowieso nicht mehr. Ist jetzt alles nur kurz ein Bosskampf. E-Tank. Beenden wir es einfach ganz schnell und hauen uns alle E-Tanks rein. Ich meine, mit den ganzen E-Tanks kann ich nicht verlieren. Wenn doch, dann habe ich einen absoluten Anti-Skill oder... Ja. Och. Mega Man, ich will jetzt auch mal ein bisschen gewinnen. Also, du schluckst schon ein E-Tank nach dem anderen. Und wenn ihr jetzt weiter so eine Scheiße macht, dann schluckst du vielleicht noch was ganz anderes, Kollege. So. Tschüss, Crashman. Tschüss, tschüss, tschüss. Der war ein bisschen nervig, aber ich habe sein Muster verstanden, aber hatte ein paar Mal Probleme mit der Ausführung. Das ist Übungssache. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung ist der machbar. Gewöhnungsbedürftig, aber machbar. Stage Select, sind nur noch 3 Stages übrig. Würde ich mal sagen, Bubble Man, ne? Okay, das sieht interessant aus. Aber es wäre jetzt das Leben, ne? Aber ich habe ein E-Tank. Ich kann es ja wenigstens versuchen. Mein E-Tank will ich nicht wegschmeißen, auch wenn es mein letztes Leben ist. Ich werde gleich sterben, aber ich werde nicht freiwillig in den Tod springen, wenn ich einen E-Tank habe. Das geht gegen meine Prinzipien, der schöne E-Tank. Oh Gott, die sorgen für Sprite Limitation, wenn die beide gleichzeitig ihre Frösche rausschmeißen. Ah, und da bin ich auch schon Game Over. Das trifft sich ja hervorragend. Da, da, da. Diese geile Musik. Aber die ist mal richtig geil. Es ist auf jeden Fall eine sehr geile Menümusik, Mega Man Ultra, muss ich sagen. Hoppala, das habe ich ja ganz vergessen. Och, und das habe ich ja auch ganz vergessen, dass ich da tot bin, wenn ich da runterspringe. Ich bin
bin ganz schlau. Oh, Mega Man, nicht runterspringen. Ich weiß, du bist gerne unten, aber müssen wir wirklich nach unten? Wo es oben doch so schön ist. Alter, was ist denn hier los? Wie viele Frösche haben die denn hier? Oh, und weiter Sprung. Aber es geht noch. So weit ist er auch nicht. Nach unten, ja. Ha, ich kann dich auch von hier aus töten, Kumpel. Das soll nicht das Problem sein. Okay, da kann ich nicht drüber springen. Oder kann man doch, keine Ahnung. Ja, ach so, okay. Hier sind jetzt wieder original Bubbleman-Grafiken mit eingebaut. Schlecht gesprungen. Sehr schlecht gesprungen. Ist das eine Leiter? Ist eine Leiter. Okay. Interessant. Interessante. Oh Gott, was ist das denn hier? Alter, was ist denn hier los? Hab ich irgendwas verpasst? Ich habe ein Meeting, den will ich haben. Den will ich haben, Leute. Warte mal. Kriege ich nicht. Ist mir nicht vergönnt. Ich laufe jetzt lieber hiermit durch, die ist mir sicherer. Ich nehme die Waffenenergie sowie die Waffen sowieso viel zu selten. Ich mache es mir mal unnötig schwierig. Oh Gott! Aber ich kann sie töten. Ich kann sie töten. Am Mega Man kann aber nicht laufen, während wir das Ding an. Ach ja, an den Screen kann ich mich erinnern. Einmal hoch und wieder runter. Eigentlich interessant. Interessantes Leveldesign. Verpasst. Jetzt habe ich mir den Punkt nicht gemerkt, wo das Ding ist. Nach einem Dreiersprung, okay. Das ist ein Dreiersprung und dann kommt das. Also fall ruhig ein bisschen weiter, Mega Man. Müsste reichen. Mega Man, du sollst abspringen, du dumme Nutte! Neben! Ich krieg's aber nicht! Ah, fuck, fuck, fuck! Und noch einmal hoch. Und nochmal die ganze Scheiße hoch. Das ist äußerst interessant. Mega Man, du springst jetzt ab, oder... Ich trete dich da runter. Sprung, Sprung, Sprung. Nein, du bist so dumm. Und wieder haust du mit meiner Energie ab. Oh, es ist langsam lame. Ich nehme die Leiter. So. Item 2 wird mir da nichts nützen, weil das die falsche Höhe dafür ist. Ja, es geht doch! Er greift auch mal die Leiter. Wie komme ich zu dieser Ehre, Mega Man? Okay, und dann geht's jetzt ganz nach oben hier. Und ich hoffe, die Stage ist nicht mehr allzu lang, aber so wie ich mein Glück kenne, dauert die bestimmt noch ewig. Okay, aber ich muss jetzt den Part beenden, Leute. Tut mir leid. Haut rein, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mega Man Ultra. Ciao, Leute.